Was geht ab, Leute? Wir sind back mit My Hero Academia und kommen zu der neuesten Folge von Staffel 7. Was war das bitte für ein Brett? Was war das für eine Folge von Anfang bis Ende? Unfassbar episch, actionlastig, musikalische Untermalung, großartig und auch die Feelings, die rübergekommen sind, vor allem im finalen Abschnitt der Folge. Wow, einfach nur wow, das ist eine... ja, meisterhafte Folge, wie ich finde. Für mich auch wahrscheinlich die beste Folge von der 7. Staffel. Ich finde, Darby gegen Shoto kommt da ganz nah ran. Aber ich finde diese Folge noch einen Tick besser. Vor allem wegen dem Impact, dem Emotionalen und auch wegen den Animationen, die in dieser Folge nochmal besser sind als in den vorherigen Folgen. Von daher war das vom Gesamtpaket her echt stark. Und auch noch ein kleiner Funfact. Der blaue Himmel, der ja von vielen kritisiert wird, der ist mit dieser Folge auch Geschichte. Also bekommen wir den extrem epischen Filter, den wir auch schon in der zweiten Hälfte von Staffel 6 bekommen haben, also als wir den Dark Deco Arc hatten. Und das ist auch nochmal für die Atmosphäre ein richtig krasser Boost. Und jetzt gehen wir auch rein in dieses Video. Das heißt auch für euch, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, Daumen nach oben nicht vergessen und... ab dafür. So Leute, beginnen wir das Ganze mal mit dem Trio Mirio, Tamaki und Neijiri, aka die Big Three. Diese Folge zeigt ihre Anfänge, wie sie sich dementsprechend weiterentwickelt haben. Auch Neijiri war nicht immer die Perfekte, die Nette oder wie auch immer. Sie war auch ja, verschlossen, sie wurde von vielen abgestoßen wegen ihrer quirligen Art. Auch Tamaki hatte viele Probleme. Wir wissen ja, Mirio hatte ganz große Probleme. Und dass diese drei, die ja so schwach angefangen haben, zu diesen krassen Helden wurden und wir dann auch deren Teamwork sehen in dieser Folge, das war auch ein sehr, sehr schöner Moment, wie ich fand. Aber wir wissen, Teamwork alleine reicht natürlich nicht aus. Dennoch gab es einen extrem epischen Moment, vor allem als Tamaki mit den ganzen mutierten Armen und Beinen von verschiedenen Tieren eine Laserkanone geformt hat und diese dann mit einem unfassbar stark gebündelten Strahl Shigarakis Arme und Shigaraki selbst getroffen hat. Natürlich in Teamarbeit mit Neijiri, die ebenfalls ihren Laser in diese Kanone mit einfließen lassen hat. Natürlich hat Mirio auch seinen Beitrag dazu geleistet, indem er Shigaraki schön ins Gesicht boxte, um ihn abzulenken, aber schlussendlich hat all das nichts geholfen. Shigaraki ist zu mächtig, er hat den Körper von All Might und das zeigt auch schon, wie mächtig All Might in seiner Prime war. Also All Might, mit dem sollte man nicht spaßen, wenn der wirklich ernst gemacht hat und Shigaraki macht eben ernst oder irgendwie auch nicht, denn er hat keine großartigen bleibenden Schäden oder sonst was, um das hier nochmal so ein bisschen ins Verhältnis zu rücken. Also, wir sehen hier, wie krass Shigaraki ist, ohne seine ganzen Fähigkeiten, ohne Quirks. Und wenn er die Quirks hätte, dann wäre der ganze Kampf komplett chancenlos für die Helden. Auch mit One for All und Deku wäre es ein bisschen schwierig. Das muss man auch fairerweise dazu sagen. Aber das nochmal so als Kontext. Bezüglich Mirio und Shigaraki gab es auch eine sehr spannende Passage. Und zwar hat Mirio mehr oder weniger davon gesprochen, ey, hast du keine Freunde oder was? Und Shigaraki dreht dann komplett durch, erinnert sich an seine Kindheit, ich hatte Freunde und fängt an plötzlich kindlich zu reden, so wie er damals war als Tenko Shimura. Und so kam diese alte Persönlichkeit, diese junge Persönlichkeit wieder hervor, was All for One natürlich nicht passt. Der ging davon aus, dass Shigarakis Persönlichkeit und seine eigene verschmolzen sind und das ist ja auch mehr oder weniger zu 100% abgeschlossen, aber eine Persönlichkeit ist abseits von den beiden und das ist Tenko Shimura, der könnte noch Probleme bereiten. Diese Tatsache hat Mirio so mehr oder weniger festgestellt und das könnte eventuell nicht ganz unwichtig werden für den weiteren Verlauf dieses finalen Kampfes. Aber kommen wir zu dem Highlight dieser Folge und zwar Bakugos Kampf gegen All for One Shigaraki. Ganz ehrlich, was hier passiert ist, ist unglaublich. Alle hatten keine Chance. Weder Genist, noch die Big Three,
noch Aiza war, der die irgendwie so ein bisschen unterstützt hat, die waren alle irgendwie ziemlich hilflos, denn sie warten ja nur auf Deku. Deku ist der Einzige, der Shigaraki All for One bezwingen kann. Oder Bakugos Besessenheit, der Stärkste zu werden, der Deku übertreffen möchte, das ist hier ganz klar im Vordergrund. Er ist so besessen, dass inzwischen seine Fähigkeit, sein Quirk Explosion, so drastisch sich entwickelt hat, dass nicht nur seine Hände von Explosionen betroffen sind, aus denen ja normalerweise diese komischen nitroglycerinartigen Schweißperlen rauskommen, sondern sich nun auf den ganzen Körper verteilen. Das ist das Resultat seines extrem harten Trainings und er hat mehr oder weniger ein Quirk Awakening. Er hat die nächste Stufe erreicht und das Einzige, an was Bakugo denken kann, ist nicht All Might, naja, zumindest so ein bisschen, aber was er wirklich anstrebt, ist nicht stärker zu werden als All Might, sondern stärker zu werden als Izuku. Leute, wie heftig ist das bitte? Selbst in so einem Moment denkt Bakugo an Izuku und er nennt ihn auch Izuku, nicht Deku oder sonst was. Izuku, er spricht hier ganz klar seinen Vornamen an und das ist auch ein unfassbar emotionaler Moment. Aber nicht nur das ist hier diese kleine Parallele, auch die Tatsache, dass er am ganzen Körper Schmerzen hat. Und das ist ja auch so ein kleiner Callback zu Deku, der monatelang unter Schmerzen seinen Quirk verwendet hat, was ja auch dazu führte, dass er sich mehrere Knochen gebrochen hat, dass er immer wieder über seine Grenzen ging, um das nächste Level zu erreichen und genau das gleiche macht jetzt Bakugo. In gewisser Weise ist Bakugo nun auf dem gleichen Level wie Izuku von dieser Bereitschaft, sich aufzuopfern für andere. Das Ganze mündet dann in einem unfassbar epischen Moment und zwar als Shigaraki All for One oder mehr All for One in Schockstarre versetzt wurde und zwar weil Bakugo einfach mal seine Grenzen gesprengt hat, weil er All for One einen Schauer den Rücken runtergejagt hat, weil er nicht glauben kann, dass ein normaler Typ, der nicht One for All hat oder irgendwas mit One for All zu tun hat, ihm diese Angst bereitet. Wir sehen sogar einen kleinen Flashback bezüglich des zweiten One-for-All-Nutzers und All-for-One, der das gleiche Gefühl bei ihm damals hatte, was er jetzt hat mit Bakugo, also so als kleine Referenz. Und wer weiß, vielleicht steckt da noch ein bisschen mehr dahinter, aber das ist noch abzuwarten, das werden wir in den zukünftigen Folgen erfahren. So, Friends, kommen wir zu der Stelle, auf die alle gewartet haben. Diese emotionale Passage mit Bakugo, All Might und der ganzen Konklusion am Ende dieser Folge. Was soll ich sagen? Unfassbar emotional auch die Aussage von Bakugo, als er davon gesprochen hat, Izuku, kann ich dich noch erreichen? Habe ich es jetzt endlich geschafft? Also das war schon diese Line alleine, Leute, Gänsehaut bis zum Umfallen. Und dass wir dann im Anschluss die Passage bekommen mit All Mights Geist oder was auch immer das ist und Bakugo, der einiges in sich hatte noch an Reue, an vielen negativen Gefühlen, die er nicht nach außen tragen wollte oder konnte zu dem Zeitpunkt und dass er jetzt mit diesen Gefühlen abdanken muss. Das ist auch sehr, sehr traurig, dass man nicht immer das perfekte Ende bekommen kann, wie man sich das wünscht, denn das Leben ist kein Ponyhof. Naja, zumindest so ein bisschen, vor allem, wenn wir uns die nächsten Folgen dann anschauen, dann versteht ihr, was ich meine. Aber Stand jetzt kann man das so unterschreiben. Im Vorfeld gab es auch einige Diskussionen in Bezug der Manga-Leser, was denn nun passiert ist. Hat Shigaraki Bakugos Herz zum Explodieren gebracht oder war es Bakugos eigene Fähigkeit? Ich denke, diese Folge hat nun endlich eine klare Antwort gegeben. Es ist eine Mixtur aus beiden. Also sowohl Bakugos Fähigkeit, der natürlich nun dafür gesorgt hat, dass dieses Nitroglycerin im ganzen Körper sich verteilt, nicht nur auf die Handflächen, und Shigaraki, der mit seinem extrem mächtigen Schlag dafür gesorgt hat,
dass das Herz zum Explodieren gebracht wird durch das Nitroglycerin, durch den Impact, der natürlich auch dann das Nitroglycerin triggert, was auch dann zu diesem absolut schockierenden Ereignis geführt hat. Einen leblosen Bakugo, der sein Leben ausgehaucht hat. So sieht es aus. Vor allem die schockierte Reaktion von Genist, der das Ganze nicht glauben kann, was hier gerade passiert. Und zusätzlich kommt nun der epische My Hero Academia Filter, den wir hatten in der zweiten Hälfte im Dark Deco Arc. Jetzt ändert sich die komplette Atmosphäre von locker und heiter zu todernst. Auch die Aussage von Bakugos Mutter, die davon gesprochen hat, jetzt fängt es an zu regnen, Regen mag ja mein Sohn gar nicht. Und dazu dann als Kontrast den leblosen Körper zu sehen von ihrem Sohn, das ist crazy. Also My Hero Academia geht mal wieder in die düstere Richtung und ich denke, das tut der Atmosphäre richtig gut. Ich bin gespannt auf die kommenden Folgen, ich hoffe, ihr auch. Schreibt mir eure Gedanken und eure Meinung zu der Folge unten in die Kommentare. Macht die 1000 Likes voll, das würde mich auch freuen. Ansonsten hören und sehen wir uns in weiteren Videos wieder. Bis dahin und Peace out.